So, hallo und herzlich willkommen hier zum dritten Part von meinem Bartle 2 Let's Play. Und da machen wir gleich mal weiter hier und gucken mal, was hier der Gladys jetzt für uns noch so vorbereitet hat. Ne? Da gehen wir da hier mal die Treppe hinauf. So. Und ja, durch. Ach so, wir müssen runterfahren. Ach so, das habe ich jetzt vergessen, weil das ist ja schon wieder eine neue Session hier. Ne? So war es aber auch hier. Habe ich mich selbst verarscht. Ne? Selbst verarscht. Ist auch ein Skill, wenn man sich selbst verarschen kann und das nicht rafft, ne? Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Viel Spaß beim nächsten Test. Alles ich klar. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Oh. Es ist so ein schöner Tag. Ich bin mit. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Schreib mich hoch. Oh. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben ja, fahren. Ja, und bitte, erzähle bitte. Dir von dem Reh. Oh, ich will auch ein Reh sehen. GLaDOS, nimm mich mit. Ich bin es satt, diese tristen, grauen Wände zu sehen. Ich brauche frische Luft und nicht hier diese recycelte Scheißluft, die du hier nur mit so ein bisschen Sauerstoff wieder anreicherst. Oder was war das? Ach, keine Ahnung. Na, wir beeilen uns ein bisschen, dann ist GLaDOS vielleicht stolz auf uns, ne? Ach so, und im letzten Part habe ich wohl schon wieder ein Easter Egg vergessen. So eine Kacke. Ich meine, ich kenne die halt leider nicht alle. Das nervt mich ein bisschen. Ich werde versuchen, mich jetzt etwas besser umzusehen in diesem Part. Was haben wir denn hier erstmal zu tun? Na, guck mal, vielleicht ist da ja oben was, aber... Ach, glaube noch, oder? Ich weiß es nicht. Da ist eine Kamera, die kriege ich nicht weg. Und da können wir dann wahrscheinlich hoch, alles klar. Was müssen wir denn hier tun? Hui! Oh. Voll gegen die Wand geklatscht. Okay, hier können wir... Alles klar, ich brauche den Würfel, um das zu blockieren. Okay, das kriegen wir hin. Wie kommen wir da rüber? Sollen wir gerade da rüber gucken? Probieren wir es einfach mal so. Lol. Lol. Lol, lol, lol. Machen wir es ganz oben, oder? So. Und so. Und so. Ha! Geht. Super! So. Wenn wir es natürlich wieder cool machen. Und pass auf, ich versau's jetzt wieder. Pass auf. Ah, das wird nix. Och, so scheiße. Mann, Mann, Mann. Hui, jetzt fliegen wir zu weit. Na, ja, so ein Scheiß. Dann machen wir es halt so, ne? Hui. Oh. Oh. Ja, wenn man es einmal cool machen will, macht man es richtig scheiße. So, zack. Oh, Wahnsinn, oder? Wie das Ding weggefetzt wird. Guck mal, vielleicht ist ja hier irgendwas mit. Hopsa. Oh. Ne, hier ist auch kein Easter Egg. Ja, ich muss mich da mal ein bisschen besser umgucken. Also es tut mir echt leid, ich hätte euch natürlich gerne ein Easter Egg gezeigt, aber nun ja, was soll ich tun, ne? Wir gehen auch erstmal da hoch. So, legen das Ding hier mal dazwischen. So, dann geht's da weiter. Zack. Und zack. Und zack. So, jetzt können wir ja hier mal gucken. Das sieht nicht so aus, als käme ich da hin. Na, so war es aber auch, ja. Mensch. Oh, drück nochmal einen Schalter. Hallo, servus. Was machen wir denn jetzt damit? So, warte mal, wir brauchen den Strahl, ne? Alles klar. Okay, dann gehen wir mal eins tiefer. Komme ich da jetzt irgendwie? Ja, hier kommt auch dahin. So. Zap the rap. So. Und so. Und. Huch, was war schon? Cool.
Ja. Und wir müssen da, glaube ich, auch hin, ne? Machen wir das mal. Ja. Boing. Boing. Ja, geht doch. Und war da was? Ne, da war nichts, oder? Guck mal, hier drüben vielleicht. Ah, da haben wir ganz richtig geguckt. Aber es sieht nicht so aus. Naja, ich glaube, da ist nichts mehr hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist nichts. Machen wir mal den Würfel hier Test drauf. bestanden. Noch Ich habe Quest. heute kein Reh gesehen, aber Oh. Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Also entweder brauchst du nur einen, was ich aber sehr unwahrscheinlich fände, weil wenn GLaDOS mich verliert, bin ich ja tot. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, ob GLaDOS uns vielleicht klont, ne? Dann hätte sie natürlich mehr Testsubjekte, als sie überhaupt braucht. Das ist ja wieder was für Theoretiker hier. Wie kann man denn diese Aussage deuten? Sie hat mit uns genügend Testobjekte. Ich meine, wir könnten ja sterben bei so einem Test, ne? Also, wir sind ja ein Mensch, wir sind ja zerbrechlich. So, oh, hier ein neues Video, können wir mal gucken. Was haben wir hier? Eine Brücke. Boah, eine Brücke. Eine grün-gelbe Plattform mit Sonnenstrahlen und Licht gebündelt. Wird zur Brücke. Boah. Das ist eigentlich immer ganz cool hier an Valve, ne? Die versuchen das irgendwie zu erklären. Hier, die Sonne strahlt da drauf auf diese komischen Platten. Die Sonnenstrahlen werden gebündelt in vier super starke Laserstrahlen, die dann zu einer Brücke werden. Unglaublich. Okay, haben wir jetzt aber genug gesehen, ne? Das ist natürlich völliger Quatsch, dass man da irgendwie so eine Brücke machen kann, ne? Aber. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Alles klar. Aber hat schon was, ne? So ein bisschen wie die Sonne. Ja, eine Brücke. Ihr seht, da kann ich jetzt drauf laufen. Da passiert mir gar nichts, ne? Da ist auch wieder so ein zerbrechliches Glas. Vielleicht kann man sich da irgendwie reinschießen, aber ich weiß jetzt auch nicht wie. Oh, was ist. Oh, was ist hier? Guck mal hier. Wheatley! Habt ihr jetzt auch so ein bisschen Grusel gehabt, als ihr den da so gesehen habt? Das. Wow. Warum ist der denn jetzt so abgehauen? Na hier, das kennen wir ja. Kennen wir das schon? This thing likes seeing. Only. Was? Only not with my eyes. Was? Was? Kameras oder hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So. Auf jeden Fall kann man hier die Kamera mal wegmachen. So. Und da sehen wir schon. Boah, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, das Licht geht da durch. Ist das nicht unglaublich? Guck mal, jetzt sind wir hier oben. Ach genau, so können wir ja mal da zur Glasscheibe gehen. So können wir das ja mal machen, oder? Kann man ja mal ausprobieren, aber wahrscheinlich ist da gar nichts. Da gehen wir noch eins rüber. So, und vielleicht gehen wir noch eins runter. So, jetzt gucken wir mal. Und. Oh, hoppa! Nee, geht nicht. Scheiße. Gut, dann Schalter. Schalter geht zur Tür. Und Schalter geht wahrscheinlich wieder weg, wenn ich auch weggehe. Ja. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und wir gehen mal darüber. Und drücken mal ein Knöpfchen, ne? Dum-di-dum.
Ah, guck, da ist er. Da kommt er. So, dann müssen wir jetzt eigentlich hier nur drücken und jetzt. Scheiße. Müssen wir. Ach so, es bleibt. Ah, alles klar. Gut, dann machen wir mal so, würde ich sagen. Ne? Und dann machen wir mal so. Ne? Na, siehst du, so geht's doch. Jetzt kann man es darüber arbeiten. Alter, ist das super starkes Elektromagnetfeld hier oder was? So, machen wir mal so. Oh, 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 oh. Oh, Vorsicht, nicht auf den Kopf. Und so, und dann gehen wir jetzt wieder darüber. Das machen wir jetzt einfach. Machen wir einfach so, ne? So, und dann kommen wir darüber. Schwarz. Ach nee, wir müssen ja darüber. Pass mal auf, dann gehen wir vielleicht noch mal hier eine Etage höher. So, ne? Ne, warte, hier. Schlägt den mal hier drauf, ne? Und machen wir so und. Boah, Wahnsinn, oder? Wie wir es drauf haben. Wo habe ich denn nicht gleich da ein Tor gemacht? Ich voll du. Naja. Ich mag's gern kompliziert. Wisst ihr, vielleicht kann ich. Nee, geht nicht. Schade. Wäre cool gewesen. So. Ah, das war so klar. Dann machen wir es halt so. Und so. Und dort sind wir hier. Sehr gut. Du bist ein Jäger. Und ein, die Tests sind deine Beute. Ein assiger kleiner fetter Turret. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Echt? Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Ja klar, der Mensch. Du Haie? So, ganz klar. Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand doch, außer Mensch. Dir ist so sinnlos grausam. Ja, GLaDOS. Und was ist mit dir? Du bist doch noch viel sinnloser, grausamer. Ne? Sowas aber auch. Ja, was war das jetzt? War das jetzt ein dicker, assiger, kleiner Turret oder war das ein Schwabbelturret? Gute Neuigkeiten. Ich weiß Man jetzt, weiß was ich nicht. Mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Aha. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Das ist eigentlich okay, kannst du ruhig machen. Hab ich jetzt gar nichts dagegen. Guck mal, warum war denn die Plattform eben noch blau und jetzt rot? Blau sieht so friedlich aus und rot sieht jetzt viel aggressiver aus. Mensch, dass die immer die Wände schlagen müssen. Ich hab das Gefühl, hier Wände werden unterdrückt in diesem Spiel. Sowas aber auch. Gehen wir denn jetzt hier Na hin? Toll, die Na Tür toll. Funktioniert nicht. Oh. Jemand muss sie wohl reparieren. Okay. Bemühe dich nicht. Warte, wir machen Portal. Ich bin gleich zurück. Fass nichts Na, warte, an. Warte. Geh auf. Nein, geh doch auf. Hey, hier oben. Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war Echt? Ich zu. Ich. Ah! Vogel! Okay. Oh nein! Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Ach. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Das ist so geil. Der ist bestimmt sauer. Nein. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. So, was haben wir hier? Da haben wir doch wieder einen Kubus, oder? Wir hätten ja auch mal gucken. Ach so, wir haben ja gar keinen. Jetzt ist zu spät. Also, wir haben da einen Kubus und einen Schalter. Ja, dann, wo war die Kamera? Da oben war eine Kamera. Nehmen wir die doch mal weg. So, dann gehen wir mal hier drauf. Hoppala. Ach, guck mal. Aha. Aha, wo geht's denn da jetzt hin? Aha.
Siehst du, hab ich mal was gefunden hier, wa? Hab ich mal was gefunden? There's no map, bad smiley. Only lost. Who are you? Ich glaube, mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Nee, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Sowas aber auch. Aber immerhin, neues Graffiti gefunden, oder? Ist doch neu, oder? Kann ja mal hier so eine Dose hinstellen. Und dann kann ich mich ja mal da durchstellen. Ich glaube nicht, dass ich da weiterkomme. Ja, hier sieht man mal, wie so eine Testkammer von außen aussieht, ne? Hier überall so Ärmchen dran, die Wände verschieben können. Unglaublich, oder? So. Ja. Ne? Dann gut. Dann, probiere ich jetzt mal. Oh, oh shit. So. Hey. So, was wollen wir denn jetzt machen damit? Erstmal wollen wir zurückgehen, ne? Ich glaube, dann wollen wir erstmal darüber. Dann können wir nämlich mal gucken. Glaube ich dahin. Und wo ist jetzt der Knopf? Ich muss ein Stück tiefer. Jetzt komme ich wieder drauf. So. So, jetzt müssen wir da runter. Das machen wir einfach so, ne? Jetzt hat's herab. Dum-di-du. Da haben wir das auch schon wieder gepackt. Sehr hier. Gut. Wahnsinn. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Juhu. So viel Platz hier. Oh. Sie war gut. Juhu. Genug. Oh. Ja, dann müssen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen, oder? Dass wir eben diesen ganzen Platz mit ein wenig besseren Gut befüllen. Ne? GLaDOS. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Vielleicht sind wir zu langsam. Sie war gut genug. Ja, schon cool. Ja, übrigens, ich habe hier wieder mein braunes Wasser. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Was? Ein blasses, rundliches Geschöpf bin ich? Nee. Ach so, tot? Nee, voller Kugeln. Ah, wir sind voller Kugeln. Ah, ich brauche mal ein bisschen länger. Meine Güte hier. Schade, dass das so zerpflückt ist. Naja, sehen wir bestimmt nochmal im nächsten Fahrstuhlraum, oder? Gehen wir hier mal. Wo geht's denn hier weiter? Hier. So. Da ist er. Sowas aber auch. Hey. Ich hasse dich nicht. Ziel verloren. Nicht. Warte. Tja. Ja, vielleicht ist hier ja hier schon wieder was. Lass mal hier mal ein bisschen besser gucken. Gott, die hören sich aber auch nicht mehr gut an. Nicht, dass die irgendwie so einen ansteckbaren Grippevirus haben hier. Habt ihr gehört, wie die sich gerade angehört haben? Ganz komisch. Jetzt
meinst du, ich kann noch mal so reingucken? Warte, warte, oh, warte. Oh Mann. Oh. Warum mache ich das nicht? Lol. Warum machen wir denn nicht einfach mal so, oder? Machen wir das so? Na bitte. Ja, wie gesagt, kompliziert und so. Guck mal, hier ist gar keine Tür drin. Was eine Verarschung. Gar keine Tür. Hier gibt's gar keinen Beobachter. Wir sind allein. Oh mein Gott, ich hab's aufgedeckt. Das sieht aus, als kenne ich das schon. Hallo? 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 Siehst du mich? Hallo? Oh, guck mal, da kann ich vielleicht drauf. Machen wir das mal weg, oder? Dann machen wir mal so. Und so. Aber hier gibt's nichts. Oh, 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 das hätte jetzt aber. Uiuiui, das hätte jetzt aber schief gehen können. Meine Fresse. Ist auch keine Tür drin. Was ist hier los? Oh, hier sind noch ganz viele. Komm, wir nehmen die mal alle mit. Alle mitnehmen. Boah, wir können ja auch einfach. Zack, zack. Und zack. Und zack, zack. Ich hasse dich nicht. Hihihihihi. Oh, shit. Oh shit, jetzt haben wir sie kaputt gemacht. Warte, wir stopfen einen rein. Lol. Ja, vielleicht geht's besser, wenn wir es so machen. Hui, hui. Seht ihr? Da entsteht schon ein Paradoxon. Das Ding ist schon leicht transparent. Da ist irgendwas schon nicht in Ordnung. Seht ihr das? Ne, da geht's schon wieder los. Sind das jetzt 3 oder sind das 6, ne? Können es überhaupt 6 sein? Oder sind das nur 3? Da. Ey, hör auf damit. Komm, wir machen hier noch so einen Kurs dazu, oder? Und die Kamera können wir auch noch. Oh! Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Warte. Kubus und. Oh. So, sonst war hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Wieder keine Tür. GLaDOS, gab es hier jemals Menschen? Jemals? Ich beginne zu zweifeln. Oh. GLaDOS. Hier ist kaputt. Oh, ein Arsch. Ach, verdammt. Oh, hätte man da jetzt rüberspringen können? Ach nein. Oh Mann. Ach, ich wollte doch eigentlich nur erstmal ums Eck gucken.
Naja, wird schon richtig sein, oder? Wir müssen jetzt hier lang. GLaDOS? Bin ich hier richtig? Ich will darüber. Verdammt ich nochmal hier. Ist hier nichts, was ich mitnehmen kann, wo ich mich mal draufstellen kann? Scheiße. Geht nicht. Oh Mann. Ja, mal wieder laden. Das hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Kann ich mal hier mein braunes Wasser trinken? Da ist ja hier Sodius. Deine Annahme war richtig, um ne? Das man sozusagen. Zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. Geil. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Das heißt, ich schlafe sehr selten, oder was? Vielleicht sind wir deswegen so bekloppt. Oh, es geht nicht, es geht nicht. Oh, scheiße. Ich hab's probiert, ihr habt's gesehen. Ah, und GLaDOS ist hier noch vollends damit beschäftigt, alles wieder zu reparieren. Was ist denn das für eine Wand? Die kennen wir ja noch gar nicht. Eine Wand mit einem blauen Loch. Wahnsinn, oder? Ein blaues Loch. Alles klar. So was aber auch. Okay, warte mal. Das machen wir dann. Machen wir das. Komm, das machen wir so. So. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Super. Ganz toll. Ich frage mich gerade, ob wir uns hier beschleunigen können. Oh shit, wo ist denn die Wand jetzt? Oh shit, oh Gott. Hilfe, ich will hier wieder raus. Oh mein Gott. Weil da will ich eigentlich hin. Warum ist das jetzt so schepp hier alles? Machen wir das mal so und mal so. Was muss ich dann nehmen? Blau muss ich dann verschießen. Ach, fall doch mal gerade runter jetzt hier. Ach, komm schon. Warum habe ich denn das jetzt so blöd hier? Machen wir es so. Geht eh nicht kaputt, oder? Geht nicht kaputt, da kommt man denn rein. Na, da ist jetzt aber eine Tür. Oh, da ist eine Tür. Eine Tür. Warte mal. Das ist die Mitte. Und. Oh. Warte. Das ist die Mitte, oder? Oh, jetzt gucke ich ja schon wieder ganz woanders hin. Machen wir auch mal so, oder? Hätte das jetzt gereicht? Guck mal, wir sind nur bis hier hingeflogen und wahrscheinlich kommen wir gar nicht bis zur Scheibe. Okay, dann müssen wir wieder so und so. Top. Hä? Oh, warte. So. Jetzt müssen wir hier ein wenig nachjustieren. Aua! Oh, grad so. Naja, warte. Boah. Oh, scheiße.
geht. Das ist aber Millimeterarbeit hier. Wahnsinn. Gar kein Kommentar von GLaDOS. Ob sie uns noch lieb hat, wir wissen es nicht. Dein Overall sieht blöd aus. Echt? Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Genau. Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Warum arbeitet denn ein Doktor in Mode bei Aperture Science? Ja, oh, ich wollte viel erreichen im Leben. Da mache ich einen Doktor in Mode und in Quantenphysik. So machen wir das. Ne? Das ist mein Lebensstil. Oh. Fünfzehn, Hammer. Au, 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 lol. Ja, pass auf. Dann machen wir doch mal so. Und so. Ja, da guckst du nämlich. Hallo. 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 Hey. Oh. Jetzt haben wir sie alle kaputt gemacht. Die hören sich aber alle so an, als gehen die ja bald kaputt. Warte mal, machen wir so. Zack. Oh, der hat's überlebt. Wer da? Ich weiß nicht. Suche, bitte, lass mich runter. Nein. Ich lass dich zappeln. Ich schmeiß dich da oben gegen. Ich verzeihe dir. Aktiviert. Oh, 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 oh. Ja, bist du denn verrückt, Mensch? Schlafmodus aktiviert. Fahre hoch. Ziel verloren. Wer machst du nicht? Ruhe. Schlafmodus aktiviert. Ist doch jemand? Suche, bitte herkommen. Gibt's hier auch wieder ein Easter Egg? Man weiß es nicht, ne? Man munkelt's nur. Oh. Ach so. Oh, da kann man jetzt stehen bleiben. Dann machen wir halt mal so. Ach so. Ach so, dann so vielleicht. Warte. So. Okay. Nee, ich glaube, hier ist nichts. Ja, und was macht ihr? Ups, ups, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Alter, was geht hier ab? Hat er sich einfach umgedreht? Die Schwuppe. Jetzt muss man hier, glaube ich, nochmal aufpassen, wenn ich jetzt hier aufmache. Alles klar, dann, warte. Ach, guck mal hier, da muss ich jetzt schnell sein. Zack. Aktiviert. Aktiviert. Schlafmodus aktiviert. Hallo. 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 Ziel funktioniert runter. Wieso
Ja, ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Ist zwar wieder so ein großes Räumchen, aber... Ich kann mich auch mit der Plattform nirgendwo hin katapultieren. Hier ist ja alles schwarz, ne? Ja, dann war es das wohl erstmal. Ich glaube, dann werden wir auch hier die Gelegenheit wieder nutzen, um den Part ausklingen zu lassen, damit es nicht zu lang wird. Manche freuen sich ja über die... Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Okay. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Oha. Ja, wenn das mal jetzt kein Teaser ist für die nächste Folge, oder? Denn... Im nächsten Part von Portal 2 werden wir unsere Eltern wahrscheinlich doch nicht kennenlernen. Aber GLaDOS macht uns zumindest Hoffnung. Ja, wie gesagt, wir lassen es hier ausklingen, damit es nicht allzu lang wird. Und ja, wieder mal würde ich mich über eure Kommentare freuen. Hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Easter Egg übersehen, wahrscheinlich schon. Und ja... Schreibt mir sonst, was euch so im Kopf herumschwirrt, wenn ihr wollt. Schaltet in meine anderen Projekte. Oder seid übermorgen wieder dabei, wenn es heißt Willkommen zu Portal 2. Das war's von mir. Bye bye. Euer Längster.